So, in diesem Video geht es mir hauptsächlich darum, mal eure Meinung zu dem Thema zu erfahren. Das heißt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare rein, was eure Meinung zu dem folgenden Thema ist. Hier geht es um einen Artikel von Moviepilot zum Thema Jurassic World 3 Dominion. Den habe ich im Urlaub gelesen und habe mir dann gedacht, es nervt mich, es ist wirklich ermüdend, es ist langweilig und tatsächlich bin ich kein bisschen besser. Wir quatschen jetzt mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Am 11. Juni 2022 startet Jurassic World Dominion oder wie er zu Deutsch heißt, das neue Zeitalter in den deutschen Kinos. Und ich habe mich jetzt mehr und mehr auf diesen Film hypen können. Ich habe so ein bisschen auch so diese Schutzrüstung abgenommen, mir von vornherein zu sagen, der Film, der wird eh maximal okay werden oder ansatzweise gut, weil es halt Jurassic World und ich mag Jurassic World nicht. Dazu auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz. Ich bin der Meinung, dass Jurassic Park einen wesentlich besseren und interessanteren Ansatz hat als Jurassic World. Aber ich kann inzwischen nachvollziehen, warum Jurassic World eine sehr starke Fanbase hat. Und ich habe eine Abstimmung auch bei mir auf YouTube gemacht. Und es gab tatsächlich Leute unter euch, die sogar gesagt haben, ey, für mich ist Jurassic World 2 der beste Film der gesamten Reihe. Ich sage von meiner Seite aus ganz einfach, ich finde das cool. Und ich muss mir so ein bisschen dieses ganze Negative mal abschwingen. Das habe ich zuletzt sehr stark bei Resident Evil Welcome to Raccoon City gehabt. Da hat mir der Trailer ja überhaupt nicht gefallen. Ich habe den Film von vornherein schlecht geredet, ohne ihn gesehen zu haben. Habe ihn dann aber irgendwann im Kino angeguckt und habe dann gemerkt, ja okay, er ist jetzt auch nicht mein Fall, aber es ist einfach unfair, so voreingenommen hineinzugehen. Ich habe mich da an einem Trailer festgehangen und von vornherein gesagt, der Trailer gefällt mir nicht, ergo muss auch der Film scheiße werden. Ist eine sehr dumme Herangehensweise. Und genau das trifft jetzt auch hier auf diesen Artikel von Moviepilot zu. Und ich weiß, Moviepilot bekommt gerade auf Facebook immer sehr stark Gegenwind von der Community zu den einzelnen Artikeln, da die ja sehr oft auch relativ kontrovers geschrieben sind. Dazu will ich auch mal ganz kurz auf die Kommentare eingehen. Ich habe mir erst ein paar rausgesucht, die ich hier einblenden wollte. Das werde ich jetzt aber nicht machen, weil ich mir gedacht habe, ey, die sind so unter aller Sau. Da sollte man keine Plattform dafür bieten. Ich verstehe nicht, warum man andere Meinung nicht wirklich ab kann. Ich bin da auch schon mit ein paar aneinander geraten, die einfach der Meinung waren, ja, du hast eine andere Meinung, also bist du automatisch ein Depp. Sehr seltsame Einstellung zum Leben. Genauso ist es auch eben bei diesem Artikel hier. Der Artikel beschreibt die Meinung der Autorin und ich will mit diesem Video auf gar keinen Fall die Autorin angreifen. Ich sage ganz einfach nur, was mich an diesem Artikel stört und das sage ich ganz ehrlich, weil ich eben auch nicht besser bin. Ich hätte diesen Artikel selbst schreiben können, hätte ihn wahrscheinlich nicht unbedingt anders verfasst. In dem Artikel beschäftigt sich die Autorin mit dem Giganotosaurus, beziehungsweise mehr mit einem Statement zu diesem Dinosaurier, welches vom Regisseur Colin Trevorrow in der Empire-Zeitschrift wiedergegeben wurde. Und das lautet wie folgt. Ich wollte etwas, das sich wie der Joker anfühlt. Er will die Welt einfach nur brennen sehen. Ist schon ein sehr seltsames Statement in Bezug auf einen Dinosaurier, weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, ist schon irgendwie komisch, so eine Charakterisierung von einem Dino zu machen, weil das wurde von vornherein angepriesen. Nein, hier wird es keine genmanipulierten Hybriden geben, hier wird es keine Dinosaurier-Mischmasch geben, aber das ist ja auch nicht gelogen. Der Giganotosaurus ist immerhin ein echter Dinosaurier, den gibt es ja wirklich oder gab es ja wirklich. Der war mal real gewesen, das bedeutet, hier haben wir keinen Hybriden. Das Verhalten allerdings des Sauriers wird eben hier mit dem Joker gleichgesetzt. Ich habe mir da von Anfang an gedacht, okay, das ist eine sehr unglückliche Beschreibung, sehr wahrscheinlich will damit der Regisseur einfach nur ausdrücken, ja, der Dinosaurier verhält sich eben wie ein Monster, er verhält sich sehr böse, ähnlich wie der Spinosaurus aus Jurassic Park 3. Und damit war ich vollkommen cool, habe dann gedacht, okay, ich lasse mich einfach mal überraschen, was sie jetzt aus diesem Saurier-Monster zaubern. Der Artikel allerdings verteufelt den Giganotosaurus und damit auch zum Großteil den Film aufgrund von zwei Punkten. Der erste Punkt ist, die Autorin mochte die ersten beiden Jurassic World Filme laut eigener Aussage schon nicht wirklich. Und der zweite Punkt ist eben, dass sie sich an diesem Zitat sehr heftig festsetzt und davon ausgeht, dass wir hier jetzt einen Dinosaurier haben, der wie der Joker selbstständig das Chaos und die Anarchie herbeisuchen will. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Es hat mich sehr stark daran erinnert, wie ich mit Leuten über Marvel-Filme spreche. Ich bin total Team DC. Ich mag DC wesentlich mehr als Marvel, auch was die Filme angeht. Ist eben meine eigene Meinung. Wenn ich da mit Leuten darüber spreche, ist das genauso eine Argumentation, wie sie dann zum Großteil auch in diesem Artikel stattfindet. Ich sage ganz einfach, ey, ist doch alles das Gleiche, sieht doch alles gleich aus, alles ist lustig, alles ist bunt, es gibt keine ernsthaften
Wissenschaftlichkeit, haha. Ihr merkt schon, das ist meine eigene Meinung, die ich dann zu einem objektiven Bild manifestieren möchte. Meine Meinung soll jetzt die Meinung sein, die auch wirklich am Ende im Raum über allem anderen steht. Und so argumentiere ich zum Großteil auch. Und ich habe mir jetzt diesen Artikel durchgelesen und habe mir gedacht, da habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ich finde das echt kritisch, so an einen Film ranzugehen. Und schon mit der Erwartungshaltung, der muss schlecht werden, weil mir das nicht gefällt, gehst du in einen Film rein. Nochmal am Beispiel Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ich habe mir den Film jetzt sogar auf Blu-ray gekauft, habe ihn mir letzt nochmal angeschaut und diesmal fand ich ihn einfach amüsant. Also er hat Spaß gemacht. Im Kino war der total schrecklich. Ich war genervt von diesem Film, weil ich mit dieser negativen Einstellung reingegangen bin. Und ich merke, dass es wirklich immer mehr gerade Filmkritiker, gerade große Filmkritiker gibt, die sich einfach an irgendeiner Kleinigkeit aufhängen und dann direkt wieder anfangen, gegen einen Film zu schmettern, den es noch überhaupt nicht im Kino gegeben hat oder den man noch überhaupt nicht gesehen hat. Ich finde, das ist ein Riesenproblem. Ich finde, es ist so eine Art von Stimmungsmachung, die dann schon irgendwie ins Negative rückt. Und ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, ich will das mal ein bisschen ändern, weil ihr habt mir auch schon gesagt, ey, du hast jetzt ja ab und zu auch schon mal einen Spruch abgelassen, wo du irgendwas verurteilt hast und dabei hast du es selber noch nicht mal wirklich gesehen. Sei es jetzt Attack on Titan, da hat mir liebe Little Red Rum auch mal nahegelegt, guck das doch einfach mal an. Und es hat mich einfach nicht interessiert. Und ausgrund dessen, dass es mich persönlich nicht interessiert hat, bin ich davon ausgegangen, das ist auch nicht gut. Deswegen werde ich mir jetzt an die eigene Nase greifen und mir einfach auch mal ein paar Gedanken drüber machen, wie ich auf bestimmte Sachen eingehe, gerade wenn ich jetzt Trailer-Reactions mache oder eben über ein Plakat, über eine Kampagne reden möchte. Ich kann nur den Trailer an sich beurteilen. Entweder gefällt mir der Trailer oder der Trailer gefällt mir nicht, aber ich kann nicht über den fertigen Film urteilen. Genauso wie auch hier die Autorin nicht über ein fertiges Produkt urteilen kann, anhand dieses Zitates. Wo wir jetzt bei dem Zitat angekommen sind, würde ich sagen, wir quatschen wir einfach mal ganz kurz drüber, weil die Aussage, er soll sich anfühlen wie der Joker, ist dann doch mehr interessant als bedenklich, bin ich der Meinung. Was kann das denn wirklich bedeuten? Zuallererst habe ich gedacht, dass vielleicht das Zitat aus dem Zusammenhang gerissen wurde in der Empire, nicht im Bericht vom Moviepilot, sondern schon in der Empire, dass sich hier dieser Satz nicht auf den Giganotosaurus, sondern auf Louis Dutchson bezieht, der ja irgendwie in Verbindung mit diesem Saurier stehen wird. Allerdings habe ich mir dann die Empire selber angeschafft und habe mir den Satz nochmal durchgelesen. Er bezieht sich definitiv auf den Dinosaurier. Ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt hier keinen Joker-ähnlichen Dinosaurier bekommen werden, der die Anarchie in die Welt bringen möchte. Ich glaube ganz einfach, dass der Satz darauf gemünzt ist, dass der Giganotosaurus sich anfühlt wie eine wirkliche Bedrohung. Er hat quasi keine Skrupel, sowohl die eigenen Leute aus Biosyn zu fressen, als aber auch die guten Leute. Und jetzt, wo ich es gerade laut ausspreche, dann könnte er sich wieder so verhalten, wie die Saurier es in Jurassic Park gemacht haben, dass sie jetzt wirklich keine Moral mehr haben. So, dass Blue nur noch die Guten, nur noch die Bösen frisst. Sogar der T-Rex frisst ja nur noch die Bösen und die Guten lässt er weitgehend in Ruhe. Ich würde jetzt dieses Zitat einfach erstmal so ein bisschen zur Seite schieben und da gar nicht so viel reininterpretieren. Ich glaube wirklich, dass der Regisseur uns hiermit einfach nur klar machen wollte, der Giganotosaurus ist eine riesige Gefahr und er hat keine Skrupel, er tötet alles, was ihm in den Weg kommt. Ähnlich wie der T-Rex in Jurassic Park 1, der gefressen hat, weil er Hunger hatte. Der Spinosaurus war dann schon das erste wirkliche Monster, der einfach Jagd auf jemanden gemacht hat. Damals war das ja auch relativ cool gewesen, für die meisten, für mich auf jeden Fall. Der Indominus Rex war genau das gleiche. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier eine komplett neue, überintelligente Art von Dinosaurier sehen. Ich würde mir für die Zukunft auf jeden Fall hoffen, dass ich auch Moviepilot mal ein bisschen an der Kritik der Community orientiert, jetzt nicht auf die ganzen Beleidigungen oder drum und dran, das finde ich wirklich extrem Quatsch. Also hört einfach mal auf, Leute zu beleidigen, nur weil die eine andere Meinung haben als ihr. Da macht ihr euch nämlich nur selber mit klein und nicht den Autor oder die Autorin selbst. Aber einfach auch mal Kritiken wahrzunehmen, die wirklich zu häufig unter bestimmten Artikeln auftauchen. Und es ist okay, dass man sich anhand dieses Satzes, des Zitates denkt, ey, jetzt mache ich mir Sorgen um den Film, aber bitte versteift euch doch in Zukunft nicht einfach in solche Kleinigkeiten. Naja, mir hat der erste Film schon nicht gefallen, den zweiten Fall fand ich auch nicht gut. Und jetzt haben wir noch hier ein Zitat, das mir nicht gefällt. Ich würde mir einfach wünschen, dass man wieder ein bisschen mehr objektiveren Journalismus betreibt und da ein bisschen weniger die eigene Meinung einfließen lässt. Das kann man ja durchaus machen. Ich will ja auch wissen, was die Meinung der Autorin zu diesem Artikel ist, zu diesem Zitat ist. Aber dass man dann wirklich den gesamten Film runterzieht oder zumindest den gesamten Dinosaurier jetzt in irgendeine Ecke stellt, dass der kompletter Murks wird, das finde ich immer ein bisschen schade. Ich würde mich einfach freuen, wenn man auch mal versucht, ein bisschen das Positive daran zu sehen. Ich würde es auch blöd finden, wenn wir jetzt einen Joker-Saurier bekommen würden. Deswegen nehme ich mir eben das Zitat und gucke, wie würde das mir aber gefallen? Wie würde das Zitat irgendwo reinpassen, wie es mir doch persönlich besser gefällt? Ich glaube, dass man so einfach positiver an so eine Sache rangehen kann und nicht von vornherein den Film komplett schlecht redet. Jetzt seid ihr gefragt. Lasst mich eure Meinung zu dem Thema wissen. Bin ich dazu empfindlich? Habe ich da ein bisschen zu viel rumgeheult? Oder sagt ihr, ey, ja,
es ist schon nervig, wenn jemand wirklich von vornherein auf irgendeinem Film rumbasht. Und da werde ich mir auch in Zukunft wirklich zu Herzen nehmen, wenn ihr mal wollt, dass ich eine Marvel-Review mache über irgendeinen neuen Trailer, der jetzt rauskommt, wie zum Beispiel auch den neuen Thor Love and Thunder Trailer. Den Trailer mochte ich zum Beispiel gar nicht und da habe ich auch schon wieder Sätze gebracht, von wegen der Film, der wird mich eh nicht interessieren. Das kann ich eben im Vornherein nicht beurteilen. Eventuell kommt da ja noch was und ich möchte das einfach jetzt selber mal so ein bisschen objektiver und ein bisschen positiver angehen, anstatt immer nur über alles und jeden rumzumeckern. Davon gibt es inzwischen nämlich viel zu viel und mich persönlich langweilt es extrem, mir inzwischen irgendwelche Film-News und Filmkritiken durchzulesen, weil ich von vornherein sagen kann, wie welcher Filmkritiker über welchen Film richten wird. Und das ist, naja, eben nicht so objektiv, wie man es dann doch wohl gerne hätte. Wie gesagt, eine Kritik darf immer sehr viel Meinung mit dabei haben, aber ich möchte einfach auch, dass diese Meinung einfach nicht darauf fußt, dass man irgendwelche Filme von früher nicht mochte und deswegen muss das jetzt ja auch ein Desaster werden. Das langweilt mich extrem. Wie gesagt, sagt mir eure Meinung damit dazu, sagt auch eure Meinung dazu, wie ihr zu dem Video jetzt hier von mir steht, war das Video überhaupt nötig? Ich will auch ein bisschen weniger rumjammern über bestimmte Sachen, weil eigentlich, haben wir mit Jurassic World aber eine angenehme Fortsetzung zu den Jurassic Park Filmen bekommen und wenn jemand eben sagt, ey, mit Jurassic World kann ich nicht allzu viel anfangen, so wie ich, dann ist das aber auch cool, weil dann haben wir ja trotzdem Jurassic Park 1, 2 und 3. Die werden uns ja nicht weggenommen, nur weil wir jetzt Jurassic World haben. Umgekehrt ist genau das Gleiche. Wenn Leute eben sagen, wie jetzt hier in dem Kommentar, in den alten Teilen gab es nur 0815 Dinos, ist das auch vollkommen cool. Du hast ja deine Jurassic World Filme, die nimmt die ja auch keiner mehr weg. Von daher kann man da einfach mal ein bisschen optimistischer an die ganze Geschichte mit rangehen und das werde ich mir auf jeden Fall jetzt hier fett auf den Bildschirm schreiben. Am besten mit Edding. Ups.